Kirby ist mal wieder bereit für neue Abenteuer und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby Star Allies. Jetzt wollen wir uns dem fünften Level widmen, oder? Fünftem? Yo, nee, dem vierten. Nee, dem fünften, mein Gott. Zählen muss man auch können, wa? Dem fünften Level widmen, das da heißt Fruchtiger Forst und ich bin mal sehr gespannt, weil das Thumbnail sah schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine Runde Kirby, dachte ich mir. Kirby sind auch immer ganz entspannt und weil jetzt ja heute Ostersonntag ist, dachte ich mir, was Entspanntes wäre eigentlich gar nicht schlecht. So, dich brauchen wir, um die Peitschfähigkeit dazu bekommen. So, hoch da. So, dich können wir ja nicht, leider nicht zu einem Freund verwandeln, war nie. Du kriegst so eine Peitsche in dein Gesicht geflockt. Bam. So, ja, was gibt's denn noch so zu sagen? Hattet ihr denn ein schönes Fest? Das Video kommt wahrscheinlich sehr, sehr spät, weil ich mich irgendwie nicht aufraffen konnte, irgendwas zu machen. Oder auch gerade erst nach Hause zurückgekommen bin, weil wir waren mal wieder bei der Familie. Und Ostern muss man ja mit der Familie frühstücken, das gehört sich einfach so. Muss man natürlich nicht, ne? Aber ich finde, das ist eigentlich angebracht. So, mein Freund, du wirst erstmal mein Freund. Nein, ich wollte... Oh, nee! Oh Gott, wann hört denn diese Glitzerfähigkeit eigentlich auf? Ich bin ja unbesiegbar, kann das sein? Bams, Junge. Take that. Ah, jetzt hat sie aufgehört. So, dich brauchen wir. Nice, Pipopeng. Dann komm mal mit uns. Ach, hier unten ist noch was, ne? Da unten ist noch eine Truhe, die will ich haben. So, da ist ein großes Puzzleteil drin. Raus hier schnell. Oh Gott, oh, Bams. So. Ich habe mich trotzdem irgendwie geschafft, noch treffen zu lassen. Also, hat ihr ein schönes, frohes Fest? Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Ich würde mich gerne über einen Kommentar freuen. Wo ihr dann berichtet, ob ihr ein schönes Fest hattet oder nicht. Würde mich echt darüber freuen. Oh, Spaß. Ich hoffe mal sehr, dass ihr Ostern genießen könnt, so wie ich, weil viele finden Ostern irgendwie doof. Ich weiß gar nicht warum. Also aus unserer Klasse finden tatsächlich viele Ostern nicht schön. Die finden Ostern sogar eher nervig, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich finde Ostern super geil. Ja gut, diese Eiersucherei, die habe ich jetzt natürlich, keine Ahnung, schon auch ein bisschen satt. Also die Eiersucherei, die muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich muss jetzt zum Feuer-Kirby machen. Aber so tendenziell Frühstücken mit der Familie finde ich eigentlich super entspannt. Und da kann ich auch richtig, richtig nice runterkommen. Hier ist ein bisschen Heilung. Na, was machst du denn, Pipopeng? Ich fast runtergeschopst hier. Knuschen könnt ihr später. So, Moment, hier geht's rein, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, ihr das nachvollziehen könnt, aber so mit der Familie frühstücken habe ich ja schon mal einen MK8-Part angesprochen. Moment, das kommt auch irgendwie bekannt vor, ne? So, diesen, also das ist schon ein bisschen repetitiv, die Level. Ist mir auch beim letzten Part aufgefallen. Irgendwie doch. Das ist ein bisschen auch schon repetitiv. Was haben wir hier? Muss ich Y, okay. Power ablegen. Okay, lege ich mal die Power ab. Oh! Okay. Was ist das denn? Also das heißt, ich kann mir hier einen Power absuchen. Ich war, glaube ich, noch nicht Bomben-Kirby, ne? Nee, das war ich tatsächlich noch nicht. Und ich kann mir jetzt hier auch noch, genau, ich kann mir jetzt theoretisch hier darauf noch Freundeherz pfeffern. Oder geht das nicht? Doch, sollte eigentlich gehen, wenn ich so mache. Na gut, wenn werfen muss man auch können. Dann kann ich mir hier den als Freund gönnen. Den guten, hier den da und dann noch den guten, wie heißt denn jetzt noch gleich? Leoloda, genau. Mega nice. Dann lass uns nur gerade hier so eine Brutzelbombe machen. Und dann sind wir wieder das alte Team. Ich dachte jetzt nicht, dass. Ich wusste jetzt nicht, dass man also quasi seinen ganzen Freund verliert. Deswegen, ja, war das ein bisschen unsicher jetzt eigentlich. Jetzt bin ich halt Bomben-Kirby, ne? Oh mein Gott. Aber wirklich overpowered ist er jetzt ja nicht, ne? Also, mit der Brutzelbombe natürlich schon, aber ich finde eigentlich den Lasso-Kirby viel geiler, weil. Obwohl, das ist eigentlich. Ich glaube, der Lasso-Kirby ist eigentlich nicht so geil, weil der. Das ist halt wirklich. Kann der auch auf Distanz halt Gegner kaputt hauen. Wispy Woods! Hallo! How's it going, my boy? Na, dann komm mal her, Wispy Woods. Jetzt kriegst du erstmal ein paar Brutzelbomben in deine Fresse gestopft. Bam!
Krieg übrigens gar keinen Schaden. Aus irgendeinem Grund. Du bist irgendwie nicht so stark. Ist, oh Gott. Oder vielleicht doch. Okay, jetzt wird er größer. Ja, das beeindruckt mich aber nicht. Du kriegst jetzt erstmal. Boah, du kriegst jetzt mal richtig viele Bomben ins Phrase. Ins Face, meine ich. Kick me. Oh doch, jetzt habe ich Schaden bekommen. Oh Gott, wovon? Ich muss jetzt erstmal irgendwas. So. Das ist ja auch gleich down. Bums. Oh. Das war es, mein Freund. Du weinst ja gar nicht. Normalerweise weint er doch, der Wispy Woods, oder? Normal. Ja, doch, jetzt weint er. Okay. Genau, den haben wir auch schon in der Demo besiegen können. Okay, das ist wahrscheinlich ein großer Boss, weil jetzt gerade diese kam. Ich habe leider keinen Sound an gerade. Blöd, habe ich jetzt vergessen. Egal. Was soll's. Dann halt nicht. Ich hoffe, es passt auch alles mit dem Mikrofon. Heute habe ich ein bisschen eine andere Einstellung gemacht bei meinem Mischpult. Wahrscheinlich hört man das nicht, aber ich denke, das bringt schon ein bisschen mehr Tiefe rein, hoffentlich. Egal. Ist aber nicht das Thema. So, jetzt können wir in den Schlagabtausch im Tempel von König DDD oder so. Was, ich konnte das so schnell nicht lesen. Was stand da jetzt? Da stand Schlagabtausch im Schloss DDD. Nicht in König DDD, in König DDD, wäre auch ein bisschen weird gewesen. In Schloss DDD. Das sieht mir auch schon fast aus, als würde das so ein Übergang in so eine neue Welt sein. Ist jetzt Interpretation, ich weiß es nicht. Wäre so interessant zu interpretieren. Ich gehe auf jeden Fall jetzt einfach mal hier rein. In dieses Schloss. Jetzt schauen wir mal. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich habe jetzt. Da kam mir jetzt doch und da noch gar nichts vor. Obwohl. Obwohl, doch, das habe ich auch schon mal irgendwo in einem Trailer gesehen. Ich dachte jetzt, hier kommt irgendwie was. Jetzt mal eine Cutscene oder so. Anscheinend doch nicht. Bam. Obwohl, die brauchen wir als Freund. Ja, oder auch nicht. So, du kannst sterben gehen. Ich hoffe mal. Oh Gott. Nee, ich kann dich auch bestimmt als Freund machen, ne? Ja, genau. Du bist. Du bist ein Waddle Doo? Die sieht aber gar nicht wie Waddle Doo aus. Ach nee, jetzt muss ich wieder gut, komm. Weil er neu ist, weil er anders aussieht als die bisher. Dann werfe ich mal jemanden weg. Den Westerner, der kann weg. Der Leoluda, meine ich. Ich habe ja sowieso die Brutzelbombe, deswegen kann ich ja was. Was ist der Stern? Ich wusste doch, das sah mir so aus, als ob da was versteckt wäre. Das dachte ich mir doch schon fast. Geh es nochmal? Geh es nochmal? Komm bitte. Oder nee, es geht nicht nochmal, schade. Aber hier geht's nochmal. Da gibt es doch nochmal einen Stern. So, was bist du für einer? Du bist auch ein komischer Kauz. Ich wollte dich eigentlich als Freund haben, aber die werden so schnell wie bei meinen anderen Freunden gekillt. Egal. Ist nicht schlimm, wir sind ja sowieso voll. Und der Waterloo, der kann ich leider nicht als Freund haben. Oh Gott, nochmal so ein Waterloo. Nein! Ach Mann. Nervenvoll. Das sind voll die nervigen Gegner, diese Gegner, die man nicht als Freund. Noch mal ein Boss. Buxi, ja, Buxi, du kannst direkt mal deinen Bug verschwinden, Alter. So, aber ganz easy. Und ich krieg eine Fähigkeit. Ich kriege, was auch immer. Oh Gott! Was ist das denn? Ninja Kirby oder was? Boah, wie geil ist das denn? Die Fähigkeit ist ja episch as hell. Bam, Junge. Geh sterben. So, hier ist ein Bonus. Da wollen wir direkt mal reingehen. Bevor irgendwas anderes passiert. Finden die passende Zahl, Freunde. Naja. Das ist ein toller Tipp. Und dich kann man auch als Freund nehmen. Knuckle Joe heißt. Und dann schmeißen wir dafür den Westerer weg. Keine Ahnung, was du für einer bist. Brauchen wir hier irgendwie eine Fähigkeit, um daran zu kommen? Weil irgendwie. Anscheinend brauchen wir tatsächlich eine Fähigkeit. Freundwurf. Ach du Scheiße. Das ist ja geil. Ein Freundewurf. Boah, hier gibt es richtig viel zu heilen. Okay. Macht aber keinen Schaden, der Freundewurf. Ne? Das ist ja alles gut. Weil nachher kill ich mein Freundchen noch mit. Ich will überhaupt keinen Freundewurf machen. Oh Gott. Oh, nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber macht tatsächlich keinen Schaden. Gut. Bisschen unlogisch, weil man ja den ganzen Freund durch den Raum wirft. Das mache ich normalerweise auch immer, ne? Ganz klar. Nee, natürlich nicht, aber. Seltsam, ich finde dieses Spiel, das bringt so viel Neues. Also das ist unfassbar. Ich weiß nicht, so umfangreich. Ich habe das eigentlich nicht umfangreich erwartet. Aber man sind ja auch die Smash Bros. Weg, ne? Das können wir da schon erwarten. Komm, machen wir hier nochmal so einen Freundewurf. Dann kann man nicht nochmal hier so. Moment, nee, das war jetzt irgendwie nichts. Moment. Huch.
Einmal bitte den Freundewurf machen. Ja, das One-Up für uns. Und noch ein Riesenpuzzleteil. Coole Sache. Ah, nee, nicht nochmal. Okay, oder muss ich jetzt hier doch noch? Ach, da. Da geht's weiter. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen überlegt, wo ich weitermachen kann. Aber was bist du denn? Stecki. Wie süß. Komm, der kann hier weg. Stecki sieht süß aus. Okay, hier geht's lang. Da brauchen wir zwei mindestens. Bams. Cool. Jetzt auch Elektro-Kirby oder was? Würde mich ja nicht. Warte mal, das sieht mir jetzt auch so bekannt. Da kommt mir jetzt auch so bekannt vor. Das war doch. Oh, können wir auch eine Demo spielen, oder? Safe. Oh Gott, was kommen jetzt da wieder entgegen hier? Okay, ich bin Wrestler-Kirby. Ist ja geil. Ja, nice. So, was mache ich wieder rein? So. Jetzt kommt der Bossfight oder was? Weil in der Demo mussten wir jetzt gegen König DDD kämpfen und dieser Background. Der sieht doch schon mal richtig vielversprechend aus. Und da habe ich in der Demo, da habe ich spätestens in der Demo gedacht. Das muss ich let's playen. So, gibt es noch ein bisschen Heilung. Aber ich werde mal diesen Stecki heilen lassen, weil der ist nicht ganz voll. Und sonst sind auch Knuckle-Joe ist auch nicht mehr ganz voll. So, rein hier. Jetzt geht es ja in den Kragen. König DDD. Ach, guck mal, jetzt kann man sich hier nochmal alles neu verfärben. Ja, nee, das müssen wir jetzt aber nicht. Ich bin ja ganz zufrieden mit meiner Fähigkeit gerade. So, du kriegst einen Hieb in deine Phrase. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den haben. Das war der Boomerang. Der war voll OP. Oh, nee, der Demo wurde voll OP. Naja, dann halt nicht. Oh Gott, hier ist ein riesen Haufen Gemüse. Gemüse wahrscheinlich. Gemüse, oder? Genau, das Gemüse. Obst natürlich. Der Ernährungsperze Tanuki's Hut. Ernährungsexperte, nicht der Ernährungsperte. Der Ernährungsperte gibt's nicht. So, man. Oh, Alter. Hier ist eigentlich auch nur Hack and Slash. Also hier muss man eigentlich auch nur einen Button drücken und bams. Dann fliegt der ja alles in die Luft. So, Moment, so bams. So, geil. So bams. Kriegst du vorne die Phrase. Ja, nice. Ich hab doch keinen Schaden bekommen. Was ist hier los, Alter? König DDD. Okay, jetzt gibt's hier Super Saiyan Modus oder was? Boah. Denkst du, das schüchtert mir hier ein, König DDD? Denkst du das wirklich? Bisschen Button-Smashing betreiben hier. Junge, ich verfehle mit meinen scheiß Sternen. Was soll das denn? Und wieso kriege ich so Verhänger keinen Schaden? Das macht überhaupt keinen Bock. Das ist überhaupt nicht vor. Also, ne, das ist ja auch nicht das Ziel von einem Kirby-Spiel, ne? Das Ziel von einem Kirby-Spiel ist ja. Oh Gott, das ist irgendwie. Oh, nee. Nicht so mega fördernd wird. Fordernd ist. Fördernd? Was fördernd ist, ist sowieso nicht. Es fördert die Konzentration. Vielleicht, aber sonst auch nichts. Ich habe doch kaum Schaden bekommen. Dieser Wrestler Kirby, der ist ja mega OP. Ich krieg keinen Schaden. Was ist das denn? Junge, ich bin noch an DKCTF gewöhnt. Die ganze Zeit nur Schaden bekommt. Jeder, bei jedem Bosskampf dreimal restarten. 30.000 Mal, nicht dreimal. Dreimal wäre schön. 30.000 mal restarten muss. So. Oh Gott. Ich seh nix. Wo bin ich? Ach, hier. Ach Gott, ich muss mal auf diese Spiele 1 achten. Oh, König DDD ist ja schon besiegt. Guck dir das mal an. Ich habe mich kein Mal geheilt. Hab vielleicht. Oh, ich würde sagen, nicht mal ein gutes Zehntel von meiner Lebensenergie verloren. Das finde ich wirklich ein bisschen sehr einfach. Auch für ein nicht forderndes Spiel. Ja, jetzt verarschen sie uns mit. Das ist natürlich nett gemacht. Jetzt kommen die Credits. Sehr geil. Kommen die bei jedem Bossfight? Das ist natürlich echt geil gemacht, natürlich, ne? Ich dachte jetzt, kurz für einen ganz, ganz kurzen Moment, für einen Bruchteil einer Millisekunde, dachte ich kurz. Echt? Das Spiel ist schon vorbei? Okay. Nee, es wäre auch so schön gewesen. Krass, Alter. Ich habe jetzt auch schon 2 Level gemacht, oder? Ich habe erst 14 Minuten voll. Ja gut, dann machen wir eben noch ein anderes Level. Eins passt nämlich noch in unseren Part rein. Weil einen 14 Minuten Part will ich jetzt eigentlich nicht haben. Also das ist ein bisschen sehr kurz, finde ich. Scheiße!
was vergessen. Ich wollte die Bitrate runterstellen, weil das Video dann wieder so spät kommen würde. Ach, doof. Und ich habe jetzt Traumfreund König DDD. Du kannst jetzt den Traumfreund König DDD rufen. Begib dich dazu zum Traumpalast. Wollen wir das direkt mal machen? Nee, oder? Das heben wir uns noch. Das heben wir uns noch auf. So, wo geht's jetzt hin? Wir waren jetzt in Dreamland. Das geht's in Planet Pop. Oder Planet Pop. 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 Mein Popschutz filtert alles. Glück. Ansonsten würde ich jetzt richtig krass rekompensierte Scheiße hören. Das wäre nicht so geil. Die World Map ist ja also schon ein bisschen sehr. Also ich finde die jetzt nicht so geil designt. Ich habe jetzt auch nicht mit einer Space-Welt gerechnet, aber ja, gut, ne? Es scheint so ein Mischmasch von allem zu sein. Ach so, das ist der. Ich bin echt ein bisschen blöd. Ich dachte kurz. Tut mir leid, Freunde. Ich muss mich jetzt dreifach entschuldigen. Das ist hier der ganze Planet. Ich dachte kurz, das wäre jetzt die neue Weltenkarte. Entschuldigung, Freunde. Das habe ich natürlich jetzt gerade verpeilt. Ach so. Ich dachte, das wären jetzt einfach nur Level. Aber das kann man auch mal verpeilen. Ich dachte jetzt echt, das geht irgendwie. Na gut. Vergesst es. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in das freundliche Feld. Noch eine Graslandschaft. Aber nicht das Dreamland, sondern ein anderes. Oder sind das jetzt doch Level? Das kann ich ja eigentlich nicht. Das kann ja eigentlich nicht sein. Oder? Weil dann wird es schon ein bisschen wenig Level geben, wa? Oder? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall haue ich jetzt erstmal hier alle Gegner weg. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Gras. Kann der Krabi bestimmt rauchen, wa? Ja, lustig. Ich glaube, Kirby sieht nicht aus wie ein Kiffer. Nein, ich glaube, das ist der falsche Weg. Oh Gott. Gott. Da wäre ich jetzt fast abgekratzt. Junge, hier ist überall dieses Laub, Alter. Das ist ja voll nice. Richtig viel neues Zeug zu grasen. Zu rauchen, meine ich. Oh Gott. Gottes Willen, echt jetzt zu grasen. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Ein laubfähiger Kirby, ey. Das ist ja. Hahaha. Unser CPU springt da rein. Okay, warte mal, ich schmeiß mal ein Freundes jetzt da drauf. Also ich habe jetzt sowieso schon einen Plätzchen B zurück. Gut, dann lass uns mal hier. Boah, geil. Warte mal, kann ich auch noch hochhalten? What the fuck? Nein, ich will nicht meine Freunde dazu einsaugen. Oder, Moment, ist das jetzt eine Spezialfähigkeit? Was kann ich jetzt machen? Oh Gott, was ist denn das jetzt? Freund Supersauger. Alter, das ist echt die Super Saiyan-Attacke, ey. Hoch 10.000. Junge, spring doch jetzt mal hoch, Kirby. Das kann auch nicht wahr sein, ey. So, oh Gott, ich bin gestorben. Scheiße. Tut mir leid. Meine Stimme geht die ganze Zeit weg, Alter. Oh, meine Stimme geht so ganz halt so hoch. Das ist echt nervig. Gut, dann bin ich ja wohl gestorben. Scheiße. Gut, starten wir dann von ganz von neu eigentlich. Sieht so aus, wa? Brauchen wir erstmal einen. Ach nee, wir brauchen ja gar keinen neuen Freund. Ich brauche dich als Fähigkeit eigentlich. So, Moment, na, so. So, dann können wir Bomben machen. Dann können wir die wegfegen hier. Nice, Junge. Nimm das. So, wenn ich jetzt so mache, dann genau, da kommt wieder die Fähigkeit richtig. So, dich wollen wir sterben lassen, mein Freund. Bam. Und ich glaube, da hinten ist wieder so ein Laubhaufen, ne? Oh Gott, ich will nicht schon wieder sterben. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Du. Bam, so. Putzfimmel heißt das jetzt, oder was? Ja, okay, wir haben tatsächlich, glaube ich, nochmal von neu gestartet. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Moment, jetzt muss ich hier. Oh, Junge, erstmal hier. Boah, voll durchwischen. So, also, dummer Bär, du wirst erstmal hier wirklich weggefegt hier. Und ein Donut. Geil. Und eine Tür. Cool, das ist coole Sache. Ja, die Fähigkeit finde ich jetzt ein bisschen lame. Also ich mag Putzen sowieso nicht und das erinnert mich jetzt tatsächlich so ein bisschen an so grausame Zeiten vom Putzen. Nee, eigentlich nicht. Das ist verflixter Quatsch, was ich hier gerade labere. Aber trotzdem, die Fähigkeit finde ich echt ein bisschen lame. Also die muss jetzt eigentlich auch nicht sein. Finde ich jetzt... Yes! Der Kibbel ist am Start, dann müssen wir jetzt hier mal so einen Putzfimmel wegwerfen. Wo ist denn überhaupt Prinzip, wo ist überhaupt, genau, Stecki, wo ist der hin? Wurde der weggefegt von irgendeinem, wurde der betrayed von einem meiner Freunde oder was? So, man kann ja den ganzen Weg hier lang fegen. Wie geil ist das denn, ey? Haha, geil.
Die Gegner, die kommen die ganze Zeit hier lang. Wie geil ist das denn? Das ist ja voll nice. Oh Gott. Ich muss ein bisschen aufpassen. Schweb hoch. Kirby, schweb hoch. Okay. Gut. Im Fliegen. Das ist echt nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen seltsam gewesen. Ja. Egal. So, dich. Nein, ich will dich einsaugen. Ich will dich. Nein. Ich will diese Fähigkeit hier weg haben. Ich meine, es gibt hier so viel zu putzen, leider. Da ist das leider irgendwie so ein bisschen blöd. Moment, dich wollen wir hier Bams zerstören. Okay, jetzt wird auch gesagt, ich soll die Fähigkeit hier benutzen. Das ist natürlich nice, weil der Boomerang ist ziemlich hardcore OP. Und den finde ich auch am geilsten mit den Fähigkeiten, die ich bisher gesehen habe, ne? So, hier wird jetzt sogar wie gesagt, wie viel wieder. Hä, was soll das denn wieder werden? Hier wird jetzt. Moment, warte mal, das geht. Der Windboomerang oder was? Sausebumerang, tatsächlich. Wie geil ist das denn bitte? Okay, das muss ich jetzt so hochwerfen, oder was? Nein, du sollst das. Moment, muss ich das jetzt hier machen? Damit das so hoch geht. Oh, das ist aber blöd. Ach Gott. Jetzt das. Haha. Nice Sache. Jetzt nochmal. Aber nicht das große, schade. Ich könnte hier theoretisch auch einfach hochfliegen machen. Oder einfach irgendwie so machen, wa? Und das jetzt geht natürlich nicht mehr, aber. Oder ging das auch immer? Hey, Kirby. Flieg bitte nicht so viel. War voll nice, dass das geht, hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Aber es geht ja in diesem Spiel so ziemlich alles, deswegen hätte ich mir das eigentlich auch denken können. So, ziemlich geil. So, Moment, aber die Fähigkeit ist auch ein bisschen schwierig zu benutzen, kann das sein? Also irgendwie, das fliegt, weil es halt auch so zur Seite fliegt, muss ich da echt mich dran gewöhnen. Also das ist schon. Aber eigentlich auch ziemlich episch. Also tatsächlich ziemlich geil, finde ich das. Und dann halt wirklich. Oh, das ist so episch, einfach nur. So, hier brauchen wir wieder die Laubfähigkeit. Aber das kann ich jetzt auch verbinden, ne? Genau, mit dem Schwert. Sehr geil, tatsächlich. So, hier gibt es nochmal zwei von denen. Eine Sirupflasche oder was auch immer darstellen soll. Und dass es wieder ein bisschen Heilung ist. Gibt, meine ich. Oh Gott. Muss ich kurz aufstoßen? Alter, was ist jetzt gerade los? Hilfe. Zu viel Ostereier gegessen. Oh Gott, ich hab die hintere Kiste da gerade weggenutzt. Ist auch nicht schlecht. Warte mal, was ist denn hier? Hier ist doch was versteckt. Hier kann ich nicht hoch. Wieso nicht? Oh, das war eine schlechte Entscheidung. Das war eine ganz schlechte Entscheidung. Warte mal, geht das? Ha, das geht, okay. Hier ist nochmal ein Bonus und nochmal drei fette Vitalsterne. Zwei, sorry. Zählen, wie gesagt, zählen ist nicht meine Stärke. Natürlich kann ich bis zwei zählen, bis drei zählen. Mein Gott. Was ist jetzt gerade mal. Was ist jetzt heute mit dem. Der Schalter, hast du gut Exit oder was? Ja, moin. Hier ist das Ego Exit. Ah, ne, ich bin Traumpalast jetzt gerade freigeschaltet. Durch Verwenden eines großen Schalters wurde der Traumpalast auf der Weltenkarte freigeschaltet. Okay. Ist das jetzt echt eine Weltenkarte? Oder. Keine Ahnung. Könnte ja sein, ne? Dass jetzt erstmal so ein paar gemixte Level kompensiert werden. Was? Ich laber hier gerade nur Müll, ich weiß. Das ist immer, wenn ich richtig gut drauf bin, dann laber ich echt immer nur Schwachsinn. So, also da sagst du, könnte das Level auch mal vorbei sein, ne? Also das ist ja schon ziemlich langes Level. Genau, an diese Stelle kann ich mich doch auch irgendwie erinnern aus der Demo, oder? Also auf jeden Fall gab es so eine Stelle in der Demo. Durchaus. Immer dieser dumme Idiot. Immer ins Brutzel, irgendwas. Nicht Brutzel. Irgendwas mit Bombe. Ach, was weiß ich, was ist hier? Hier braucht man vier Freunde für. So, hier gibt es erstmal irgendwie. Was ist ein Abklatsch oder was ist hier los? Doch. Diese Stelle kam auch in der Demo vor. Genau, an diese Stelle kann ich mich erinnern. An diesen Freundeskreis. Mann, mein Gedächtnis ist echt, das ist echt noch echt nicht schlecht, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass mein Gedächtnis das noch weiß. So. Alles weggebrutzelt. Geht's jetzt auch direkt weiter mit diesem Freundeskreis? Oder doch? Nein, doch. Oh Gott, ich wäre da fast reingefallen. Bam, so, hier noch das Puzzleteil mitgenommen. Und alles zerstören. So läuft das. Bams. Und hier gibt es einen Regen von Vitalsternen. Und ein M, was auch immer das ist. Oh, und natürlich das große Puzzleteil darf auch nicht fehlen.
Dann lass uns doch hier reingehen. Und das Level beenden. Und somit auch den Part, weil ich sehe, der Part hat schon wieder ein bisschen Überlänge. Und das macht mir natürlich, bereitet mir natürlich immer viel Spaß beim Hochladen, wenn ich Überlänge habe. So, jetzt gibt es... Oh, nee, das war scheiße. Ja, 4. Geht besser, geht besser. Ist jetzt nicht die völlige Abloserei, aber geht auf jeden Fall besser. Das kann ich bezeugen. So. Alles klar. Und dann wünsche ich euch einfach jetzt schon mal einen schönen Resttag. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich echt die Welt. Ich bin echt ein bisschen... Ist es tatsächlich eine Welt, ne? Ist es tatsächlich eine Welt? Du kannst womöglich legendäre Charaktere treffen. Der Traumpalast ist jetzt freigeschaltet. Es ist jetzt wahrscheinlich echt eine Welt, wo man einfach so gemixte Level kommen. Finde ich tatsächlich auch nicht schlecht, ne? Ist ja ganz nice. Und dann da geht's zu Dreamland wieder zurück. Aber ich finde es tatsächlich nicer, wenn so richtige Weltenkarten wie bei Mario oder so wären, weil das, oder wie halt das Dreamland, ne? Weil das finde ich halt meiner Meinung nach ein bisschen ansprechender. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Part mal wieder unterhalten. Und noch einen schönen Rest Ostersonntag. Bis dahin wünsche ich euch mal wieder einen schönen... Moment, nee, das habe ich ja schon gesagt, ne? Ciao. Ich bin völlig verrückt.